Zurück in unsere Sendung aus dem Bundestag. Es ist Sitzungswoche. Wir haben kurz gesprochen über das, was in der CDU und der SPD passiert. Auf die SPD kommen wir gleich noch zurück und sind beim aktuellen Thema Raubkunst. Vor 20 Jahren wurde in Washington ein Abkommen geschlossen, dass eigentlich alle Museen in der ganzen Welt, nicht nur in Deutschland, in der ganzen Welt nachgucken sollen, was in ihren Depots ist und das klare Siegel Raubkunst trägt. Mhm. 20 Jahre ist das her. 15 Fälle wurden bisher behandelt. Ja. 15, 1,5. Genau. Und Sie sagen, da fehlt der Wille, das zu machen. Also ich denke, es fehlt der Wille, das zu machen. Es fehlt vielleicht auch an Personal. Also die eine Ebene, die wir gerade besprochen haben, ist ja die Frage, was habe ich eigentlich für Gegenstände in meinen Museen? Und die zweite Ebene ist die, dass bisher die Limbach-Kommission von beiden Seiten angerufen werden muss, bevor sie anfängt zu arbeiten. Wenn also ein potenziell Berechtigter sagt, ich habe da, meine Familie hat da einen Gegenstand, ein Gemälde gehabt, das hätte ich ganz gerne wieder, dann muss die andere Seite, also das Museum, auch sagen, ja, es ist so, es könnte sein, dass das Raubkunst ist. Nur wenn, bis jetzt jedenfalls, nur wenn beide Seiten sagen, ja, es könnte Raubkunst sein, dann fängt die Limbach-Kommission an zu arbeiten. Tja, das ist wahrscheinlich einer der großen Schwierigkeiten. Das geht denn, doch gar nicht. Denn ich meine, der eine möchte in der Regel ja gar nicht den Gegenstand abgeben. Von daher sagt er, nee, ich weigere mich überhaupt, die Sache zu untersuchen. Oder wir haben das nicht. Er behauptet einfach, wir haben das nicht. Oder er sagt, nee, es ist nicht Raubkunst. Und sobald der eine Teil, nämlich das Museum, sagt, wir denken, es ist keine Raubkunst, dann fängt die Limbach-Kommission gar nicht an zu arbeiten. Wir möchten mit unserem Antrag erreichen, dass die Limbach-Kommission einseitig angerufen werden kann. Also von einer Seite wirklich sagt, ich habe hier etwas, was ich glaube, was Raubkunst ist, bitte könnt ihr das mal untersuchen. Und da glaube ich, das ist die eine Sache, die wirklich schon mal Bewegung in die Kiste reinbringt. Was wir jetzt auch zurzeit haben, ist, dass wenn die Limbach-Kommission anfängt zu arbeiten, dass die beiden berechtigten Seiten keine Akteneinsicht haben. Also die Limbach-Kommission arbeitet für sich, anders als im Gerichtsverfahren, wo letztendlich immer die beteiligten Prozesspartner auch Akteneinsicht haben. Wer hat sich denn sowas ausgedacht? Ja, das ist vor meiner Zeit gewesen. Das kann man ja auch alles auch revidieren. Also ich sage nur, dass es so nicht funktioniert und wir so auch da mal eine Veränderung reinbringen müssen. Und ich bin ganz guter Dinge, ich höre von den anderen Parteien, dass sie zumindest dem Antrag, den wir sozusagen eingebracht haben, mit Wohlwollen gegenüberstehen. Vielleicht schicken Floskel, wir dann... Mit Wohlwollen, das heißt immer, naja, macht mal. Nein, also anders als bei anderen Anträgen glaube ich schon, man kann sich, glaube ich, auch als demokratische Partei dagegen gar nicht wehren, denn wir müssen dieses Thema einfach aufarbeiten. Das ist, glaube ich, gemeinsames Interesse aller übergreifenden Parteien, also aller Parteien im Bundestag, dass das Thema Raubkunst behandelt werden muss. Sie sitzen ja im Kulturausschuss und meistens kriegt man ja gar nicht mit, was da ist. Und die Frage Raubkunst, finde ich, ist ganz wichtig, dass das mal wirklich an die Öffentlichkeit kommt, was da passiert. Ich will noch mal in die aktuelle Situation. Heute auf den Fluren, haben Sie gesagt, wird natürlich über CDU, ja, diese 12 Leute, die da sich plötzlich bewerben und Frau Merkel. Aber die SPD ist auch in Klausur gewesen. Was sagt man denn da? Wie lange hält sich Frau Mahles? Was ist denn los da überhaupt? Ich denke, bei der SPD ist natürlich die Sache schwieriger, weil alle Personen, die sozusagen so ein Amt hätten einnehmen können, ja schon verbraucht sind. Ne? Frau Nahles hat gesagt, soll doch der sich melden, der kommt. Haben wir eine schöne Karikatur gesehen in der Zeitung am Wochenende, steht eine ganz lange Schlange vom Willy Brandt-Haus und jeder sagt, ich kann es besser. Ja, das ist wahrscheinlich gar nicht so schwierig, es besser zu machen. es ist schon dramatisch, was mit der SPD passiert. Es ist wirklich, gerade auch in der Koalition, SPD zu den Grünen, es ist wirklich, also ich finde es schon, also man spürt natürlich... Die Umfrage von gestern, 13%. Ja, man spürt natürlich den enormen Frust der Kollegen, die teilweise gar nicht wissen, wie ihnen geschieht. Ne? Das ist ja auch wirklich überraschend für die SPD-Kollegen.
Wir von der FDP, wir kennen das Problem. Wir haben ja auch 4 Jahre Durststrecke hinter uns. Und, Durststrecke heißt, Sie waren nicht im Bundestag. Ja, wir haben natürlich da noch stärker mit zu kämpfen gehabt. Aber für eine Volkspartei wie die SPD ist das natürlich auch eine schwierige Situation. Überleg mal eigentlich in Ihrer Fraktion und auch bei den anderen, aber auch in Ihren Kreisen vor allen Dingen, was passiert eigentlich, wenn die SPD, der Prozess scheint ja manchmal unkalkulierbar zu sein, was da vor sich geht. Der Juso-Vorsitzende tönt raus und dass es irgendwas Unkalkulierbares passiert und am Ende erklärt Frau Nahles, wir gehen raus. Knaller Fall. So wie Herr Lindner beim Jamaika rausgegangen ist, hat gesagt, mit uns nicht mehr. Ja, wird das überlegt, was dann passieren könnte? Sie kennen ja auch andere Kollegen von mir. Ja, aber wir, sind heute hier. Wir überlegen natürlich in allen Richtungen. Das ist ja so, Politiker sind ja immer dabei, sich Gedanken zu machen über verschiedene Geschichten. Wir hatten, glaube ich, ganz am Anfang, als wir die Wahl hatten, Herr Brinkmann, darüber nachgedacht, ob wir nicht mal eine Minderheitsregierung in Deutschland probieren sollten. Ich denke erstens, dass wir keine Neuwahlen bekommen, weil die großen Parteien müssen da zustimmen, werden aber nicht zustimmen, wenn die SPD, hat kein Geld mehr. Wenn die SPD austritt aus der Koalition, dann wird es vielleicht einen Partner geben, die Grünen, die sagen, wir könnten mitmachen. Das wird natürlich von den Kräfteverhältnissen nicht ausreichen, aber man könnte natürlich darüber nachdenken, eine Minderheitsregierung mit den Grünen zum Beispiel, je nachdem mit Toleranz der anderen Parteien, je nachdem wie das Feld ist. Das wäre mal eine spannende Geschichte. Was anderes kann ich mir derzeit nicht vorstellen, denn die großen Parteien werden einer Auflösung des Parlaments und damit Neuwahlen derzeit nicht zustimmen. Aber da ist ein Stück Unlogik dabei, was Sie sagen. Eine Minderheitenregierung kann nur so lange regieren, bis der Haushalt beschlossen wird. Und dazu fehlt dann die Mehrheit. Und dann ist sowieso Schluss. Na, das Gute ist ja, dass wir jetzt diese Woche haben wir ja die Haushaltswoche. Von daher, wir beschließen den Haushalt jetzt in dieser Woche. Das ist jetzt die dritte Lesung. Und danach haben wir ja den Haushalt für das nächste Jahr. Nächstes Jahr wird es ja nicht klappen. Ja, mal gucken wir mal. Die Zeiten sind spannend. Ich glaube, die Zeiten sind insofern wirklich spannend, als dass wir wirklich diese 19. Wahlperiode wirklich als eine ungewöhnliche Zeit haben, weil Frau Merkel wird, glaube ich, wirklich nicht bis zum Ende regieren. Und die Parteienlandschaft ändert sich total. Ja, aber da sind wir wieder bei dem Thema. Da muss ja, Kanzler kann nur werden, wer Bundestagsabgeordneter ist. Präsident kann jeder werden. Da kann sich jeder Bürger bewerben, wenn er über 45 ist. So steht es im Grundgesetz. Ja. Aber um Kanzler zu werden, muss man Bundestagsabgeordneter sein. Das ist weder Herr Merz, noch ist das Frau Karrenbauer. Ja. Also lässt sich die CDU darauf ein, jemand anders zu wählen? Ja, wir haben hier noch jemanden, den wir gut kennen, der auch früher mal Kanzler werden wollte, der jetzt Bundestagspräsident ist. Ich habe das Gefühl, dass es sein könnte, dass Herr Schäuble, wenn denn Frau Merkel nicht mehr möchte, für die Übergangsperiode doch nochmal 2 bis 3 Jahre Kanzler wird. Und wie man liest, hat Herr Schäuble ja schon Herrn Merz nach vorne geschoben. Das habe ich auch gelesen und genau. Ich kann mir vorstellen, dass das so passieren könnte. Würde Schäuble Übergangskanzler werden, weil man die CDU braucht, ja, bis zum nächsten Jahr, aber dann würde es auch vorgezogene Neuwahlen geben. Ja. Oder auch nicht, wenn Herr Schäuble vielleicht allen gefällt und sagt, nee, wir wollen nicht in vorzeitige Neuwahlen. Herr Schäuble ist ja recht umgänglich. Mal sehen, also wenn, wir spekulieren ja, wenn dieses Szenario eintritt. Wir sind ja quasi unter uns. Wir sind, ja, also, aber ich meine, das, was wir jetzt hier diskutieren, wird ja auch diskutiert ja auch die Bevölkerung und ja auch also jeder, der sich für Politik interessiert. Es ist ja eins der Modelle, die gangbar sind, denn die Auflösung des Parlaments muss man eben halt mit einer gewissen Mehrheit naja, und das hinbekommen. Auch, das darf auch nicht getürkt sein, sonst sagt der Bundespräsident, nein. Ist nicht. Nein. Hat es ja schon mal gegeben und dann hat der Präsident die Augen zugedrückt. Das ist aber Geschichte. Also das wäre ein Weg. Glauben Sie, dass das der realistischere
von allen Wegen ist, die momentan diskutiert werden, um aus der Krise rauszukommen. Man muss ja auch erstmal Frau Merkel wegkriegen. Freiwillig tritt sie ja als Kanzlerin nicht zurück, hat sie zumindest erklärt. Ja, das hat sie gesagt, aber ich bin nicht sicher, was im Dezember passiert, wenn sozusagen der CDU-Vorsitz gewählt wird, was sie dann machen wird. Denn ich spüre, dass auch sie langsam, dass ihr langsam die Kraft abhanden kommt. Haben Sie den Eindruck, dass sie manchmal so lustlos wird gegenüber früheren Zeiten? Manchmal. Ja, Sie sitzen ja näher dran als manchmal, wir. Manchmal. Ich habe das Gefühl, dass sie das Öfteren nicht mehr die Energie hat, die man als Kanzlerin bräuchte, um Sachen vorwärts zu bringen. Und das ist natürlich ganz klar. Es ist auch ganz logisch, wenn ich so lange im Amt bin wie Frau Merkel, dass man dann gewisserweise amtsmüde wird und letztendlich auch merkt, man kommt ja mit seinen eigenen Ideen, wenn man welche hat, gar nicht mehr durch. Ja, wir schließen keine Wetten ab, aber Ihr Szenario ist, wenn was passiert, Schäuble Interimskanzler, und dann vielleicht Neuwahlen, vielleicht auch nicht. Mal sehen, wie es ist. Ja. Ja, und dann dreht sich die Welt neu und Sie sagen, Frau Merkel ist nicht mehr im Amt nächstes Jahr um diese Zeit. Ja. Darauf schließen wir die Wette ab. Und wenn wir hier wieder sitzen, dann gucken wir mal. Und worüber wir wetten, das machen wir nachher unter uns aus. Ich bedanke mich bei Ihnen, Hartmut Nebbink, Bundestagsabgeordneter der FDP. An diesem 5. November war er zu Gast in unserer Sendung aus dem Bundestag. Und ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie wieder zugeschaut haben, wie immer Montag, 20.15 Uhr aus dem Bundestag. Die Woche wird spannend. Ja? Und mal sehen, was denn der Parteitag genau in 4 Wochen in Hamburg bringen wird. Wer dann das Rennen macht. 12 Kandidaten gibt es, vielleicht gibt es noch ein paar mehr. Vielen Dank, bis nächste Woche und tschüss.